31. August 2021, 16:31 Uhr, Windows 7 Internetzeit. 16:30 Uhr startete der Stream. Ich wollte mal wieder ein kleines Lebenszeichen von mir geben. Wird ein Mini-Stream. Vielleicht hat man ja mal Glück und tagsüber an den Nachmittag. Nein, das ist nicht so ziehen. Tagsüber an den Nachmittag. Tagsüber an den Nachmittag vielleicht mal einen halben Zuschauer zu erwischen. So. Zu tief, dann sieht man, dass ich nackt bin. So. Ja, hier ziemlich stabil, merke ich. Stündchen, 7 Days, vielleicht ein bisschen länger. Mal gucken, was da so geht heute. Na. Ach, Maus auf Decke. Sieht nicht unpräzise aus. Sehe ich doch fast mittig aus. Mein Mikro müsste man mich hören. Mit der Kamera müsste man mich sehen. Bist du breit, ne? So süß. Jetzt schaut man mal Ruhe, 7 Days im Hintergrund. Das dauert jetzt auch so seine 2 bis 5 Minuten. Beispiel so seine Ladezeiten hat. So. Da. Dann gucke ich mal, ob ich mich selber hören kann. Shut your fucking Phrasen, Bitch. So. Kann ich mich hören? Mu, mu, mu. Ja, ich kann mich hören. Das ist gut. Auch der Spätball. Nach fast einem Monat Zockpause ist der Spätball mein erster Zuschauer. Hallo Spätball, was schreibst du Schönes? Oh, erst ist mal wieder. Oh, jetzt hat sich gerade mein Spiel gestartet, jetzt kann ich nicht weiterlesen. Moment. Soll wahrscheinlich er heißen. Er ist mal wieder in. Schaue nur kurz. Oh, erst, Moment mal. Das kann ich nicht lesen. Oh, erst ist mal wieder in. Okay, das sollte bestimmt was anderes bedeuten. So, dass ich mal wieder streamen oder sowas in der Richtung. Nur kurz zu Urlaub, weitermachen, gleich am Strandschild. Wahrscheinlich tippst du gerade am Handy und das Handy hat eine Autokorrektur und gibt nur Scheiße von sich, wa? Ja, siehst du, das ist mein einziger Existenzgrund, ist für dich zu streamen, wenn du in Urlaub am Strand bist. Das ist doch schön. Bist du hin mit dem Zug, Flugzeug oder mit einem brandneuen Auto gefahren? T9, ja, da kommt nur Scheiße bei raus. T9 habe ich damals, das hier habt ihr ja schon vor 20 Jahren, T9. Das, bei SMS habe ich das schon abgeschalten immer. Ich habe es immer schön manuell gemacht. Da hat man zwar auch mal einen Tippfehler, aber es kommt nicht so ein Kauderwelsch bei raus. Ach, sollte bestimmt heißen, oh, er ist mal wieder da. Stimmt's? So, das Spiel startet gleich. Ich auch fortsetzen. Zuletzt habe ich hier mein Spiel gespielt, das war am 7.8. Ja, nicht ganz im Monat, ne? Wenn wir heute einen 31. haben, weniger 7. 24 Tage. Das sind 3,5 Wochen, habe ich nicht gestreamt. Aber ich habe auch nicht offline gezockt. So, jetzt Bildschirmaufnahme. Jetzt müsstest du das Spiel sehen. Flugzeug allein 13 Tage. Kanaren, oh. Und wie bist du zum Flughafen gekommen? Mit Auto, Bus, Bahn? Haben die Verwandte gefahren? Man muss ja auch immer diesen Weg zum Flughafen, ne? Überbrücken. Und dann bist du jetzt einfach mal eben auf die Kanaren gefahren. Das ist doch schön. Ach, das ist schön, ne? Das Internet ist doch was Feines. Ne? Du kannst mich von überall aus sehen. Ich liebe es. Ich muss mal selber gucken, ob ich mich sehe. Ich muss mal selber Feedback geben.
Ja, ich sehe mich selbst. Ja. Guter Freund hat mich gefahren. Ja. Ach, schalt es dir neun aus. Gefunken hat er dich. Und jetzt hat er dich gegengefahren. Ja, schalt die neun aus. Man kann das irgendwann ausschalten. Autokorrekturen sind ein Verbrechen an der Menschheit. Auch schön, dass du gleich in der ersten 5 Minuten hier reingeschnitten bist, denn ich streame heute auch nicht lang. Und schaue es auch eh noch kurz zu. Ja, ist doch schön, mich am Strand. Ne? Ich weiß gar nicht sehen, wie jemand am Handy sitzt und mich am Strand guckt. Das ist sicherlich eine prickelnde Erfahrung, mich am Strand zu haben. In einem offenen Raum. Ich noch nie gemacht. Unterwegs wird per Handy angeguckt. Die Ironie ist, dass mich heute mein eigenes Auto blendet. Vom Fenster, weil gerade Sonne drauf knallt. So, wir haben gerade Blutnacht. Ja, ich weiß nicht, begonnen oder beendet? Ich glaube beendet. Ach ja, ich habe hier Olikis Werk verbessert. Ich habe geschafft, den Innenraum zu vergrößern, ohne den Außenraum zu vergrößern, indem ich statt Blöcke so dünne Wände hier genommen habe. Da ich die Außenwände hatte, die das Ganze in der Schwebe halten, habe ich einfach die Außenwände, die das Ganze in der Schwebe halten, gelassen und komplett nach oben gezogen. Und dadurch habe ich innen die ganze Steinreihe wegnehmen können und meinen Platz um mein Vielfaches vergrößert. Dann habe ich einen Waffentresor vor Spuckern extrem gut geschützt. Oder Waffentresor aus von der Sache her schon extrem gut geschützt. Und dann habe ich es so gebaut, dass die Gitter um die Ecke gehen und man auch Zombies hier von der Seite erschießen kann. Sonst war das hier immer alles zugebaut und versperrt. Durch riesigen Steinblock. Und jetzt kann ich alles sehen. Und meine Glasfußboden konnte ich damit auch vergrößern. Und jetzt sehe ich, was die Zombies da unten für eine Scheiße machen. Also ich habe Ulikis Grundmuster fast so verändert, dass es fast nicht mehr auf Uliki zurückzuführen ist. Na, und bessere Netz auf der Insel als in Deutschland. Okay, cool. UFO! Ach nee, schade, aber auch. Herr von Z. Ich bin doch fast so gut wie UFO, Mensch. Ich bin doch fast so beleben, ne? Wenn kein anderer streamt, muss ich's halt tun. Wobei ich dich den Tag zu einer unchristlichen Zeit habe streamen sehen, da wollte ich dann nicht mal vorbeischauen. Aber ansonsten ist nicht viel los, ne? Ja, auf UFO warte ich auch. Jeden Tag meines Lebens. Mein gesamter Existenzgrund ist, ins Internet mich einzuloggen und zu gucken, ob UFO streamt. Ja. Und somit heißt None. Ich muss mal tiefer tauchen. Ich habe ein bisschen von der Sonne geblendet. Ich hoffe, man sieht mich noch in der Kamera. So. Da dachte ich mir, wenn ich mal nachmittags streame, habe ich vielleicht mal einen halben Zuschauer in der Woche, wo am Sonntagnachmittag ist die Wahrscheinlichkeit der Zuschauer am höchsten. Du warst auch monatelang nicht live. Das stimmt nicht, ich habe vorher nachgeguckt, es waren 24 Tage. Und man muss ja auch bei seinen Zuschauern so ein bisschen Vermissen erzeugen, sonst gucken sie einen ja nicht, wenn man jeden Tag streamt. Das ist meine Erfahrung. Aber man vermisst doch dann, wenn das dann langsam auffällt, ja, dann gucken sie einem wieder zu. Ja, 24 Tage, es waren genau 3,5 Wochen und ich hatte Unmengen zu tun. Erstmal hatte ich mir die Rippen geprellt. Die Schmerzen haben 5 Wochen angehalten. Das musste ich auskurieren. Nebenbei musste ich in eine Dreckswerkstatt mein Auto kaputt reparieren lassen. Ja, das ist grammatikalisch richtig. Und mich um solche Sachen kümmern. Das heißt, ich hatte sehr stressiges Real Life. Sehr anstrengend alles. So sehr, dass ich auch einen Monat keine Videos auf YouTube hochgeladen habe oder mindestens 2 Wochen oder so. Und da habe ich mich jetzt am Wochenende, am Sonntag hingesetzt und 12 Stunden lang Videos geschnitten und gerendert.
Ja. Und heute hatte ich zum ersten Mal nach 5 Tagen mal gut geschlafen, weil ich hatte immer nur 2, 3 Stunden Schlaf, bin jede Stunde aufgewacht und weiß bis heute nicht warum. Konnte 4 Tage nicht schlafen. Heute habe ich so gut geschlafen, dass ich gedacht habe, ja, heute hast du Energie zum Streamen. Kaputt repariert. Ja, erstmal haben sie Unsummen für die Reparatur verlangt, damit ich TÜV kriege. Alle 4 Bremsen mussten gewechselt werden. Und noch eine Bremsleitung. Und noch der Handbremskabel, Züge, Bautenzüge. Alles kaputt, was irgendwie was mit Bremsen zu tun hat. Und die haben gequietscht, die schrammt, die schliffen. Und jetzt nach der Reparatur sind die Bremsen offiziell ganz, sie quietschen und schleifen auch immer noch. Deswegen ich mein Auto wohl wieder in die Reparatur bringen darf. Mehr schreibt man ohne H, Herr Speed. Speedbull hat eine Autokorrektur. So bin mal wieder am Wasser, schön schwimmen im Meer bis die Tage. Speedbo hat eine Autokorrektur. Der schreibt den ganzen Tag schon nur Kauderwelsch. War sitzt mit dem Handy gerade am Strand. Jo, und so habe ich jetzt. Gut, habe ich alles rein. Ich warte eigentlich die ganze Zeit, dass es trocknet. Und so habe ich jetzt Videos wieder hochgeladen und auch mal Zeit gehabt zum Streamen, weil ich mich heute sehr viel fühle. So. Aber es wird ein kurzer Stream. Es reicht gerade so, dass ihr mir kurz Hallo sagt, ganz schnell 1000 Euro spendet und wieder verschwindet im Meer wie Speedbull. Ah, okay, Handy schuld. Kann ich auch was von. Kenne ich auch was von. Ja. T9, Rechtschreibkorrekturprogramm, war mir schon zu SMS-Zeiten zuwider. Das gab es damals schon mit den ersten Krücken-Handys, die so 2 bis 4 Zeilen hatten, um eine SMS zu schreiben. Von 2001 bis 5. Da habe ich das Rechtschreibkorrektur schon immer ausgeschalten. Und ich gehe davon aus, dass man es bei heutigen Programmen auch kann. Da weiß ich aber nicht wohl wie. Aber damals gab es eine recht einfache Einstellung dazu. Und ich muss eigentlich erst mal gucken, was ich in dem Spiel eigentlich mache. Ah ja, nachdem mein Haus jetzt komplett fertig war, das sieht auch stylisch aus, nicht wahr? Nachdem mein Haus komplett fertig war und mein Bunker, mein Zombie-Bunker verbessert wurde. Ich habe ihn nämlich von innen vergrößert, ohne ihn von außen zu erweitern, indem ich dünne Platten statt Steine nehme. Muss ich jetzt auch mal gucken, welches Projekt ich eigentlich zuletzt war. Scheiße, T9, so aus die Scheiße. So, das leckere, nicht vegane Hähnchen war lecker. Das ist aber schön, dass du mich reizen, triggern und provozieren möchtest, ne? Das ist aber schön, dass das lecker war. Das echte, nicht vegane Echtfleisch. Das Echtfleisch. Ja, nachdem ich diesen Bunker jetzt erweitert habe, auch mit Eckfenstern, also einen toten Winkel ausradiert sozusagen, kann ich jetzt um die Ecke gucken, was immer extrem verhindert hat, dass ich die Zombies erschieße, die immer dort meine Mauer kaputt machten. Nachdem ich Ulikis Vorwerk also massiv verbessert und erweitert habe, und mein Haus komplett fertig ist, meiner Erinnerung nach, mache ich jetzt ein neues Projekt, das ich hinter meinem Haus bauen werde. Dazu muss ich aber Unmengen Berg abtragen. Bis die Tage, Speedbull. Na, sonst fragst du eh, ob's vegan. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich hätte gefragt, hoffentlich war es was Veganes, natürlich. Ich muss dazu sagen, dass veganes Huhn mir nie geschmeckt hat. Zumindest nicht, dass es im Laden zu kaufen geht. Die vegane Nugget-Nachmache bei Burger King ist aber grandios. Also ich kann jedem mal die veganen Nuggets empfehlen oder den veganen Nugget-Burger von Burger King. Da kann man sich jetzt auf jeden Burger veganes Fleisch draufpappen lassen bei Burger King. Aber wieso ist das hier kaputt gegangen? Da war auch gar kein Zombie, da kann doch gar kein Zombie gewesen sein, oder? Oder haben die bei der letzten Loot noch bisher hergespuckt? Das wär's ja. Diesmal habe ich mein Gebäude extra schon weiter weggebaut, weil die Zombies rennen nach Blut nach, darum eher mein Hauptgebäude ein. Maus auf Decke, macht sie echt nicht schön. Sind noch 4 Tage ohne heute. Na dann, genieß die Kanaren und wenn du wieder bist, musst du dann jeden Tag bei mir zugucken. So. So als Ausgleich. Ja, ich trage den Berg hier hinter ab.
Hinterdorfhütte. Geplant sind 10 Reihen. Lasse ich noch Berg stehen. Und auch links und rechts neben der Hütte 10 Reihen. Also 30 lang, 10 dick und dann Berg nach unten. Und dann kommt hier wahrscheinlich ein Turm hin. So 1000 mal 1000 Block groß. Mal gucken. Weiß schon nicht. So. Oh ja, wenn man Bohrer anschmeißt, sollte man einfach leiser drehen. Ich muss nur sagen, wenn der Bohrer zu laut ist oder so. Wobei Speedbull ist eh im Wasser. Hoffentlich ertrinkt er mir nicht. Speedbull kauft sich dafür einen Appel und Ei gleich in einem Haus und bleibt da. Ja, genau. Vielleicht findet er was Günstiges am Stadtrand oder im Urwald oder was auch immer, auf den Kanaren alles gibt. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich müsste mal mit Google Maps drauf gucken. Was es also für Ecken, Dörfer, Felder, Acker und Wälder in dort halt gibt. Okay, das war jetzt einer zu weit. Vor meinem Fenster brüllt gerade eine Mutter ihr Kind an. Geht gar nicht. So. Habe Wasserstärke. So. Nazi, wenn du Instagram hättest, würdest du gute Bilder von meinem Urlaub sehen. Ach du Arno, lass mich doch alle mit Instagram in Ruhe. Warum will jeder, dass ich Instagram habe? Kann ich woanders Bilder posten? Aber stimmt, mal eben Bilder zeichnen übers Internet ist ja nicht so leicht, ne? Da braucht man entweder mal einen Host, wo man es hochladen kann, eine Cloud. Und das bei jedem einzelnen Bild, das heißt, einen gewissen Grund gibt es schon für Instagram. Aber eigentlich kann man es auch auf Facebook machen. Facebook hätte ich gehabt, Speedbull. Aber Instagram lasst mich doch mal in Ruhe. Ich will nicht Account Nummer 360 für sowas haben. Ich bin auf so vielen Plattformen. Man könnte mich in Twitch anflüstern. Man könnte mir auf YouTube einen lieben Kommentar schreiben. Auf drei Kanälen. Man könnte mich in Facebook privat und öffentlich anschreiben. Glaube ich. Gleichzeitig mein Facebook-Account komplett löschen. Sonst wäre ich nie auf Facebook gewesen. Und dann dafür auch einen Instagram-Account öffnen. Da habe ich dann da mal was, was ich nachgucke. Das wäre doch auch was, oder? Bei Facebook hat man noch nie irgendeinen tieferen Nutzen gebracht. Auf Telegram bin ich noch. Nur habe ich da noch keinen öffentlichen Raum geschaffen. Telegram ist genial. Da kann man auch, glaube ich, Bilder, dann natürlich Bilder öffentlich posten, wenn man eine Gruppe erstellt. Also in Facebook und so geht das schon mit Bildern. Oben ist ein Nest. Na gut. Bleibt das Nest halt vorerst noch. Wird echt nicht schön, weil ich habe echt vor, mal eben den gesamten Berg abzutragen, bis es doch flach wird da hinten irgendwie, irgendwo irgendwann. Naja, mal gucken. Könnte ein langes Projekt werden.
Zwischendurch muss ich auch für die nächste Blutnacht wieder Kohle ran schaffen. Und damit ist nicht Geld gemeint. Sondern Kohle für Patrone. So, jetzt gucke ich mal, wie viel ich schon gebaut habe. Eine. Zwei hier. Drei hier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Okay. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das als ganzen Block werten sollte, weil es hier nach unten geht. Ach, ich weiß nicht. Aber Notfall könnte man noch einen weiteren Block dran bauen, das ist nicht so schlimm. Dann belasse ich es offen bei 10, also noch eine Reihe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Und dann hier auch mal 10. Aber hier von hier aus gesehen. So. Und dann mal gucken, wie sich das noch gesteigert. Und dann kann ich auch hinten oben eine Tür reinbauen, dass ich nicht immer die Leiter hochkrabbeln muss. Was Sinn, Zweck und Ziel des Ganzen ist. Das ist ein schöner 10x30 Berg. Und dann baue ich hier einen Aufwart. Wo ich dann hier hinten immer bequem mit dem Moped hochkomme. Das wird richtig geil. Und dann ist auch mein Haus ein bisschen eher eingegraben. Und nochmal vor Zombies geschützt. Es schließt noch Trader zu. Jetzt hat er noch irgendwas zu verkaufen? Nee. 5 Hammer habe ich, aber ich dachte, die wollte ich behalten. Und mit Ressort habe ich noch bei mir, den muss ich auch noch verstecken. Der Jägenstand muss repariert werden. Ja, sieht gut aus. So, das ist jetzt Reihe 10 gewesen. Hier kommen wir auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 Euro, passt so, wie ich es mir gedacht habe. Ja, da hatten wir so eine knappe Breite von 6. Das reicht jetzt auch für Dicke. Mal gucken, dass ja alles ganz ist. Nicht, dass ich einen kaputten Stein oder so verbuddle. Naja. Ja. Sieht einigermaßen ganz aus. I hope so. Diese Reihen sehen einigermaßen ganz aus. Und natürlich mein Haus selber. Oh, mehr so ganz. Bisschen mit Zombies doch schon mein Mauerchen angegriffen. Juti. Ah, ich möchte ja schon mal nur diese Ecke und diese Ausstechreihe. Und dazu brauchen wir Erde. Und wir bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sehr viel ist es nicht, was ich da bauen muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier oben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, oder? Irgendwo. Das schaut aber so komisch aus. Und auch ein bisschen steil. Ich denke, dass das so steil ist. Na gut, lassen wir trotzdem erstmal. Machen es trotzdem erstmal mit Erde. Wir können es ja später noch verändern. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Sieht ein bisschen komisch aus. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, weg um Jo. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas sieht seltsam aus. Das ist nicht symmetrisch.
Warum ist der heiße Boiler? Ich schon mal hin. Müssen sie ja zwangsglätten. So, ich muss es hinhaben. Das sieht doch fast gut aus. Das Prinzip ist halt wichtig. Das Prinzip vom Mittelturm. So. Das war's dann noch als Richtstab. Und so. Gleich geht's weiter. Guck ich mal, wann ich wieder rauskomme.
Na.
Brauche ich gleich 170 indirekt mit Kohle ab? Eigentlich wollte ich mal gucken, wie weit der Berg ist, bis ich hinten da rauskomme. Kein Sprit mehr. Frechheit. Muss nach oben. Ah, unter meine Decke. Das ist nicht unfassbar kalt. Seit 2, 3 Wochen haben wir schon Minustemperaturen. Meine Hände sind Eisblöcke. Nicht schön. Nicht schön. Aber der Stream geht auch nicht mal lange. Ich noch eine halbe Stunde oder so. Plus minus. Wollte den Leuten ja nur mal die Chance geben, Hallo zu sagen. Aber die langfristige Tendenz ist klar. Zumindest schon Sommer. Ja, wird kaum Zuschauer geben. So. So, was wollen wir? Haben wir schon jemanden, der überschreibt? Nö. Na dann. Jetzt mal Maus um die Decke. Mal gucken, was ich zu essen noch habe. Oh, da geht was.
Ja. Ein bisschen Sand herstellen. Brennt alles überall auf das Feuer oder Holz hinter. Ich bin noch nicht fertig einrichten. Ich muss mein Büro noch bauen, mein Klo. Aber wir machen heute mal, glaube ich, nur den Tunnel weiter.
Was sagt der Uhr? Ich stream seit einer Stunde. Naja, ein bisschen noch.
So, jetzt gucke ich noch mal kurz auf dem Chat, den ich jetzt immer rigoros ignoriere. Und nix. Okay.
Das schaut gut aus, soweit. So, was macht mein schöner Chat? Gar nichts. So. 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 Cool.
Und das. Gut auch glatt abgefahren vor allen Dingen, nicht mit Säulen. Hier passiert. Ach so. Sich vorne. Vorne tief genug. Ach, du packst alles noch zu. Oh Mann. Ja, so ist es. So ist es. So ist es. So. Ja, genauso darf es nicht verlieren. Ach, shit. So. Ich beende den Stream als Tatsache in 5 Minuten. Es geschieht noch Wunder. Aber, na, ehrlich.
Kirchenglocke geht mir gerade auf den Sack. Die müsste noch 18 Uhr losgehen. Naja. Das ist aber gerade mal 17:57 Uhr. Das ist sehr früh. Gut, anders kann. Und noch 3 Minuten. Ach ja. Das ist ja auch ein, ist und bleibt eine effiziente Abbaumethode, das Berg einstürzen lassen. Eine Gesinnlöse krollen. Ich muss mich da so reinfräsen hier. Nach den 10 Dingern da. So. Genau. Da müsste ich mich hier so links, bevor ich den Berg einstürzen lassen kann, hier so seitlich nach unten und nach oben komplett eingraben, rausgraben, graben. So richtig eine Ritze drin. Genau so. Und dann so nach unten halt. Und dann auch mehr als 2 Reihen nach unten, also richtig tief reinfräsen, die nach vorne. Und dann Süd. Das sieht dann noch vorne hin dann auch ganz gut aus. Dann hätte ich hier so einen Frässchlitz komplett und dann kann ich auch den Berg auf der in die Richtung immer einstürzen lassen und dann viel länger machen als nur diese Ecke hier. Jo. Aber das alles ändert nichts daran, dass ich jetzt meinen Dreharm beenden werde. Wir haben jetzt eine Stunde 30, 30 und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal.